Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Tagesenergie für Mittwoch, den 19.04.2023. Ein Tag vor diesem Wahnsinns-Neumond, der da auf uns zukommt. Und ich lege eine Neunerlegung. Ich beginne heute mit den Giro-Marchetti-Karten, Skilled Reverie-Lenormand-Kartendeck. Und ich mische so lange, bis eine Karte rausfällt. Das ist für mich das Zeichen, dass der Kartenstapel so liegt, wie er liegen soll. Und ich lasse die Karten auch so liegen, wie sie fallen. Das heißt, ich nehme die jetzt beide so hoch und setze sie da an diese Stelle. Das ist der Schlüssel und die Fische. Interessanterweise fällt mir gerade auf, dass das ein Käfig ist. Hier fließt das Wasser durch. Die Fische, die hätten sowieso, also sie kämen raus ohne den Schlüssel. Aber mit dem Schlüssel wird es praktisch, es wird schneller. Das heißt, die Tür wird aufgemacht. Ihr müsst die Fische, die müssen sich nicht durch diese Gitter quälen, sondern sie können ganz leicht aus dem Tor rausfließen. Und die Fische stehen für die Gefühle. Und hier werden Gefühle aufgeschlossen. Es kommt mit Sicherheit, kommen Gefühle an die Oberfläche. Die kommen hoch, ob du willst oder nicht. Wir haben den Herrn, wir haben das Labyrinth und wir haben die Wunscherfüllung. Zu dem Brunnen möchte ich aber noch kurz sagen, der Brunnen besteht. Beziehungsweise das Kernstück ist eben auch dieser Eimer, der an einem Seil runtergelassen wird. Wenn dieses Seil in der Mitte ist und du an dieser Kurbel drehst, dann geht es runter ohne Probleme. Der Eimer füllt sich mit Wasser und der kommt wieder hoch. Meine Frage an dich ist jetzt, ist der Eimer in der Mitte? Bist du in deiner Mitte? Oder ist der Eimer mehr rechts oder mehr links? Wenn er nämlich nicht in der Mitte ist, dann schlägt der Eimer an bei jedem Kurbeln nach unten und du tust dir immer wieder selbst weh. Und dann drängt sich mir die Frage auf, wenn du nicht in deiner Mitte bist, wie sieht denn dein Wasser hier unten aus? Wasser steht für die Gefühle, die jetzt hochkommen. Ist es überhaupt Wasser oder ist es Matsch? Ist es fließend oder ist es so, dass so wenig Wasser drin ist, dass es praktisch stockt. Ist es grün, das Wasser, was hochkommt? Ist es voll Algen? Das heißt, für mich kommt mir jetzt gerade so rein und es schüttelt mich die ganze Zeit. Ist es von anderen so vergiftet, würde ich fast sagen, dass du durch das Grüne, durch die vielen Algen nicht mehr klar siehst, was deine Gefühle sind? Oder ist es blau? Ist es rein? Können Fische in deinen Gefühlen überhaupt leben? Oder ist es so, dass in diesen Gefühlen, die du hier unten hast, überhaupt kein Leben fähig ist? Ja, und dann willst du den Eimer nach oben nehmen und du kurbelst und der Eimer schlägt wieder an. Und er schlägt bei jedem Kurbeln, schlägt er an und tut dir weh. Du tust dir, wenn du nicht in deiner Mitte bist und in deine Gefühle gehst, in deine tiefen Gefühle, tust du dir bei jedem Mal weh, wenn er runtergeht und du tust dir bei jedem Mal weh, wenn er hochkommt, egal wie das Wasser aussieht. Achte darauf, dass du in deiner Mitte bist. Das ist der dringende Rat der Engel. Schau, dass du erst zu dir kommst. Geh in die Meditation und dann hör auf deinen Atem. Dein Atem bringt dich ins Hier und Jetzt. Wenn du jetzt nicht in diesem Moment atmest und dein Atmen auch hörst, dann bist du nicht im Hier und Jetzt. Es ist eine wunderbare Methode, um in diese Meditation tief einzudringen. Und dann zeigen dir bitte die Engel, bitte das Universum, dass sie dir deine Gefühle zeigen. Und dann kommen sie hoch. Und es ist nötig, dass sie hochkommen, damit du aus diesem Labyrinth rauskommst. Wir schauen mal weiter.
Ja, unten drunter, wie passend, ne? Der Sarg. Es ist so passend, Leute. Hier kommen alte Gefühle hoch, die werden jetzt aufgeschlossen, die dich zuerst im Labyrinth umherirren lassen. Ihr seht euch hier mit diesem Mann, und ich schaue ja immer von einer Dame, die auf einen Herrn schaut. Das ist das Gegenüber. Das, egal ob männlich oder weiblich. Mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame, und der Herr ist immer das Gegenüber, der Gegenüber. Das Gegenstück. Das ist alles nicht richtig, wie ich das jetzt sagen soll. Dein Seelenpartner, soll ich sagen. Oh. Dein Seelenpartner ist dein Gegenüber. Und ihr seht euch, aber ihr kommt nicht zueinander, weil diese Hecke stört es. Und es drängt mich jetzt wirklich, auch wenn ich das gestern schon so gelegt habe, ich weiß gar nicht mehr, hier ein zweites Lenormand-Kartendeck zu nehmen, was ich jetzt eigentlich gar nicht wollte. Ich will wissen, ob die Sense hier drunter fällt. Und dann kommen diese alten Gefühle hoch, die alles durcheinander bringen. Ja, und das bringt mich jetzt dazu, diesen Kartenstapel zu nehmen. Das ist von Kerstin Bergmann das Epic Light Lenormand-Kartendeck und von Patrick Fischer das Mondnacht-Lenormand-Kartendeck, ihr Lieben. Alle Informationen zu meinen Karten findet ihr in der Infobox. Die Infobox ist unter diesem Orakel. Da müsst ihr auf das Wörtchen mehr klicken oder auf den Titel des Orakels. Und da findet ihr auch alle Informationen, wie ihr mich erreichen könnt, damit ich euch vielleicht ein Kartendeck für euch legen kann. Eine Frage beantworten kann. Seht ihr das, wie die sich aufdrängt? Der Priester. Es ist nicht die Karte, die rausgefallen ist. Das heißt, ich mische weiter. Der Priester hat das offene Buch in der Hand. Hier haben wir die Karte. Das sind die Eier. So, wir haben hier die Spiritualität und wir haben hier die Flüssigkeit, die Glasfläschchen. Ich sage es ganz bewusst so. Unten drunter haben wir, ach, ich soll noch weitermachen, okay. Dann haben wir hier die Brücke, das Alte und das Schiff. Und wir haben das zu Hause. Das Fläschchen, die Fläschchen, das sind ja zwei. Kathleen Bergmann hat in ihrer Erklärung geschrieben, dass es das Gift ist. Für mich ist es aber, und das von Anfang an, die grüne Flüssigkeit ist die Flüssigkeit der Heilung. Grün steht für die Heilung. Erzengel Raphael kommt auf dem grünen Strahl. Hier kommt Heilung. Du schluckst Heilung damit, und das rote Fläschchen steht für das Blut des Lebens. Du schluckst die Heilung, damit du wieder leben kannst. Damit das Wasser hier, und es ist ja so, dass dieser Brunnen hier durchgeht bis zum Schiff. Und in diesem Brunnen werden hier zwei Tropfen von dem grünen und drei Tropfen von dem roten Fläschchen reingeträufelt, damit hier in deine Gefühle Heilung kommt. Heilung und wieder in den Fluss, weil es so allang schon her ist. Und wir haben ja auch hier das Alte. Dieses Schiff steht für das Past Life. Das sind die alten Gefühle, die hier geheilt werden. Dieser Priester hat das offene Buch in der Hand. Hier beginnt eure Geschichte. Und ihr seht euch, ihr seid noch getrennt, aber ihr seht euch, und das ist wie die Eier, ihr seht euch, und der Schlüssel wird jetzt gereicht, damit wie ich gesagt habe, das mit dem Käfig, das ist ja so, dass hier das Wasser durchfließt. Und dennoch seid ihr, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Karte gelegen hat, und dennoch seid ihr getrennt. Und das passiert auch hier. Ihr seid noch getrennt, aber ihr seht euch jetzt. Und ihr freut euch. Und ich spüre dann immer diese wirklich große Freude,
den anderen zu sehen. Ach, ist es schön, dich zu sehen. Wie geht's dir denn? Lange ist es her. Und er schaut da rein, er weiß das schon. Und du weißt das, weil du spürst. Du spürst es einfach. Und dann gibt es hier die Wege, die Brücken, die dieses Wasser überbrücken. Das heißt, diese tiefen Gefühle, die hier hochkommen, die geheilt werden, die schon so lange unterwegs sind, die alles durcheinander bringen, die kann man erstmal überbrücken. Einfach durch die Freude, den anderen zu sehen. Das Alte ist noch da. Ich möchte es nicht schönreden, aber dennoch gibt es erstmal diese Annäherung. Hier über diese Hecke wird diese Brücke geschlagen und dass die Gefühle, die hier hochkommen und das sprudelt gerade so unfassbar aus mir raus, dass diese Gefühle, die auch mit nicht so schönen Gefühlen zu tun haben, erstmal überwiegt das Schöne, den anderen zu sehen. Und das ist diese Freude. Und das trifft dich hier in deinem tiefen Inneren und es gibt dir Klarheit in deinem Zuhause. In deinem Zuhause, und das sehe ich gerade, und hier gibt es ja ganz viele Fenster, gehen überall die Lichter an. Dein Haus ist hell erleuchtet, weil du erkennst, wer dir da gegenübersteht, mit wem du die neue Geschichte praktisch beginnst. Und dieses Orakel ist nicht für jemanden, der jemanden nicht sehen will. Wenn du sagst, oh nein, den will ich aber jetzt nicht sehen, dann ist dieses Orakel nicht für dich gemacht. Dann mach es nicht auf Biegen und Brechen auf dich oder bieg es so zurecht, dass es zu dir passt. Das kann nicht gesund sein, weil du wartest auf etwas, was nie für dich gedacht war. Dann ist ein anderer schöner Weg für dich gedacht. Die Engel wollen immer, dass es dir gut geht. Und die Engel bringen, damit es dir gut geht, vielleicht etwas Altes noch mal hoch, damit es abgeschlossen werden kann. Und gestern hat es ja gereinigt, es hat ausgeregnet, es hat es sauber gemacht. Und dann steht hier alles in den Startlöchern, ihr Lieben. Und jetzt habe ich gerade 11:33 Uhr auf meine Uhr gehabt. Das bedeutet, die 11 ist der Neuanfang. Und die 3 ist ja schon weiter. Die 2 wäre die Folge. Aber nein, wir sind ja schon bei der 3, weil es ist schon so lange so vorbereitet, dass es hier wirklich jetzt vom Start in das Neue ging. Es ist traumhaft, ihr Lieben. Ich danke euch von Herzen, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich danke euch für euer Abo und für euer Like und bringt es in die Welt. Ich möchte wachsen. Wisst ihr, was mir noch gerade auffällt? Ich hatte die 11:33 auf meiner Uhr und diese 2 Flaschen haben die Nummer 44. Die Heilung und den Fluss des Blutes. Macht's gut, hab einen schönen Tag.